So, ein wunderschönen herzlich willkommen zu Clicker Hero 47. So, Aufnahme funktioniert. Sehr schön. Dann können wir direkt hier. Können wir hier noch was machen? Nee, ne? Eigentlich eher nicht so. Obwohl doch, geht noch. Heieiei. Tja, wir haben es tatsächlich nicht geschafft, auf Tsuchi zu kommen. Wundert mich gerade ein bisschen. Weil wir sind ja mittlerweile in der dritten Ascension und in der letzten Transcension hatten wir in der dritten Ascension schon Tsuchi. Und das, obwohl wir jetzt mittlerweile sogar weiter sind. Ich meine, wir haben jetzt derzeit. Nein, hier. Wir sind bei 25. Das heißt, wir haben. Wow, wir haben 1E8 geschafft. Wo kommt denn das her? Ja, also 2,25 und 7000, also Level 7000. Ich habe übrigens hier unsere Grafik schon bearbeitet, ne? Ja. Da hatten wir gerade mal 6000 und 21. Aber scheinbar hatten wir hier durch die ganzen Idle-Bonus mehr Gold und konnten uns deswegen schon Tsuchi leisten. Okay. Interessant, finde ich ganz witzig. Das heißt, wir sind sogar weiter. Haben wir weniger Helden. Weil wir mit weniger Kraft, weil wir weniger Gold haben, mit weniger Kraft aber insgesamt weiterkommen, weil diese wenige Kraft besser auf ist auch egal. Auf jeden Fall tatsächlich witzig. Gut. Dann tun wir mal gehen zur nächsten Ascension. Oder können wir hier noch ein bisschen was reißen? Nee, ne? Es wird mittlerweile schon selbst bei den normalen Gegnern langsam. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 470, das heißt, bei der nächsten Transcension können wir uns ja definitiv Tsuchi leisten. Das sollte kein Problem sein. Aber in dieser Ascension halt nicht. Schade. Aber gut, was soll's. Ist ja auch kein Problem. So. Der ist kein Primal und schaffen wir auch wahrscheinlich nicht. Also direkt. Wir haben gerade mal 20 Sekunden pro Boss. Das ist aber nicht sehr viel. Egal, reicht ja. So. Dann press the button. Das ist mal Clicker-Game, ne? Dieses Ei ist ein eigenes Clicker-Game. Man klickt und die Zahl wird größer. Ist das nicht schön? So, was geht hier ab? Nur ein bisschen Scheiße. Dankeschön. Ja, komm hier. Alter, ein Ruby, ganz ehrlich, das ist so traurig. Dann hat das. Das Problem, was ich halt an diesen Missionen habe, dadurch, dass sie uns immer gut geschrieben werden, ne, hier, das. Also nicht direkt auf unser Konto, sondern halt ne, in diese Zwischenablage, sage ich jetzt mal. Verfälscht jetzt den Wert. Weil ich persönlich gucke ja immer gerne anhand dieser, ne, anhand dieser Aufgabe, Angabe, wie weit ich mittlerweile in Ascension bin. Naja, wenn der Wert aber gleich von Anfang an bei 8E23 ist, naja, dann kann ich, bis ich mehr als 8E23 habe, hieran nicht mich orientieren, wo ich gerade in Ascension bin. Ich weiß, ist eigentlich nicht so wichtig, aber ich habe halt gerne so Überblick und das geht so nicht. Das ist so nicht möglich. Außerdem kriegt man so schon nur so ultra wenig und dann nicht mal direkt auf bar auf die Kralle, sondern erst auf die Bank gut geschrieben. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist gut jetzt. So, was haben wir hier? Dogcock, Morgulis und Admin. Ja, Admin. Kann man machen, muss man aber nicht. Sogar Level 71. Okay. Sehr schön. Was wir zuerst machen, das hier. Einmal alles. Und das alles bitte erstmal. Einfach mal auf Frost lief. So. Und dann ganz wichtig, unsere Ancients. Da speichere ich aber vorher mal ganz kurz. Ne, falls wir uns da irgendwie vergeigen. Speichern. Bam. Äh.
Machen wir mal manuell hier. 5E8, 5E7. Bam. 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 So. Perfekt. Okay, so jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Nein, Quatsch, da, so. Okay, bis 1E12 kommen wir locker. Ab jetzt wird es auch langsam aber teuer. Das wären ja, wenn ich jetzt bei allen auf 3,12, das wären 4E24. Das kann ich mir technisch nicht leisten. Das heißt, ich gehe zumindest auf 2,5E12. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal 5E11. Ich mache dann bei den anderen immer 25E11. V25E11. Bam. Bam. Ja, scheint doch, als wir uns auch noch ein bisschen mehr leisten können. Hä? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Wieso hat... Oh, nee, ich hab den übersprungen. Ha, lol. Mist, ich wollte den hier unten überspringen. Also dem nur 2 E12 geben. Ach, kein Problem, alles easy. Flackert die schon wieder der Screen. Interessant. Nicht so viel ausgeben, Ronny. Ich lasse es mal bei 7. Ich weiß, ich könnte doch gleich auf 1 E10 gehen, aber ich lasse erstmal sichershalber. So, da kümmern wir uns mal lieber erstmal um die Viecher hier. Oha, 2E24. Ich mach mal wieder auf 5, ne? 75. Genauso wie ich ihn auf 75 setze. Und die anderen mache ich aber nur auf 70. So, das wäre dann zuallererst 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Ach, ich habe manchmal schon auf... Nee, hä? War der auf 50? Wieso war der auf 50? Okay. Wow. Ich wusste schon, warum ich speichere. Okay. Das hat ja gut funktioniert. Dann muss ich nochmal mein Safe Game öffnen. Ugh. Genau. Das hat ja gut funktioniert. Das hat ja richtig scheiße ficken. Oh mein Gott. Das ist so traurig. Ja, komm, mach rein. Okay. Nochmal das Ganze. So. 25 E11. Bam. 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 So. Jetzt aber. 75. So, der. 1, 2, 3. Ja, der ist auf 50. Warum ist der auf 50? 1, 2. 1, 2, 3. Der ist auch auf 50. 1, 2. Was geht denn hier ab? Warum ist das so? Okay. Du musst das doch wesentlich mehr aufpassen, als ich dachte. Ach stimmt, weil nur die wir gar nicht brauchten, auf 40 waren. Also die komplett uninteressant waren, sage ich jetzt mal. Und die anderen hatten wir doch schon auf 50 gehabt. Okay.
Ich dachte, wir hatten nur Admin und guck mal, Wakamaru bereits auf 50 gehabt. Ja, so leicht kann man sich irren. So, ich habe jetzt hier einen übersprungen. Nein, alle auf 70, sehr schön. Und hier unten, die waren alle auf 40, genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfekt. Ah, gut. Gut zu wissen. Echt gut zu wissen. So, jetzt kommt nochmal, Jaggernaut, mein ich doch. So. Ich denke mal, so sind wir relativ gut aufgestellt. Okay, let's fight. Again. Against the demons. Danke, 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 danke. Ach, was komm her. Danke, 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 danke. So. Whoop. Danke, 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 danke. Alalalala. Danke, 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 danke. Ach ja. Übrigens habe ich eine Menge bei meinem Basic-Klicker gemacht. Mein Basic-Klicker wird langsam echt sogar besser, als ich es mir am Anfang hätte vorstellen können. Also ich war es ja schon letztens. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich sowas wie Ascension so schnell hinbekomme. Gut, okay, zugegeben, meine Ascension ist ein bisschen sehr lame, aber ich muss mir auch noch einen Namen ausdenken, weil ich kann es nicht einfach Ascension nennen. Vielleicht nenne ich es einfach Reincarnation. Gibt es das Wort im Englischen überhaupt? Oder sagt man für Reinkarnation was anderes? Eigentlich heißt es im Englischen Reincarnation. Wenn ich es richtig ausspreche. Gute Frage. Oh, ich sollte mal weitergehen hier. Gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Schau mal, na guck. Na gut, auf jeden Fall, ja, das war, was? Nee. Ich hab nur, Alter, ich bin schon wieder komplett raus hier. So, jetzt können wir das hier in Ruhe lassen. Jetzt mache ich mal hier einen Autoklicker drauf. Das, das und das vielleicht nochmal. Autoklicker drauf. Und schon können wir das einwirken lassen wie einen guten Teig. So, und wir gucken uns stattdessen mal den aktuellen Stand meines Clicker-Games an. Genau. Nein, das war... Es hat sich nämlich einiges getan, tatsächlich. Ja, einiges. Es klingt nicht nach viel, aber das hatte ich schon erzählt gehabt, ne? Dass man am Anfang jetzt zwei Demon Souls bekommt. Übrigens habe ich die jetzt meinem Safe Game, weil bei meinem Safe Game hatte ich ja erstellt gehabt, bevor das war. Deswegen habe ich die jetzt noch in dem Nachhinein hinzugefügt. Ja, ich habe gescheatet, aber gut. Normalerweise bekommt man die ja jetzt mittlerweile direkt am Anfang. Deswegen habe ich uns die auch gut geschrieben. Ich habe aber jetzt das implementiert, was ich gesagt habe, mit diesem Soul Damage plus 20%, also pro, ne, 10% dazu. Und das gilt tatsächlich auf alles. Heißt also einmal für den DPS und einmal auf den Click Damage. Das heißt, der Click Damage profitiert davon sogar doppelt, weil er ja, wenn man ihn zum Beispiel kauft, ne, was laber ich gerade, stimmt gar nicht. Ne, also okay, also aber trotzdem basiert trotzdem auf beides. Weil der Click-Damage wird zwar von ihm berechnet, aber von seinem Grundschaden und nicht irgendwie was gut gemacht ist hier. Von daher. Aber was halt auch betrachtet ist, ist die Funktion, die den Gesamt-Damage per Second berechnet. Da wird es halt gleich mit berechnet. Das heißt zum Beispiel auch der Idle-Bonus. Wenn man idelt, wird es damit berechnet. Berücksichtigt. Aber das sind Details. Was wichtiger ist, ist... Your save game is now encrypted. Und adding a program parameter to choose a different save file. Heißt im Klartext, the save game is encrypted. Das heißt, die gespeicherte Datei sieht ungefähr so aus. Ja, man kann sie also nicht mehr einfach so bearbeiten oder lesen.
Ja, es ist ein ultra einfacher Verschlüsselungslogarithmus, der ist super easy, super Banane. Ich habe alles, was quasi gemacht wird, ist quasi, es wird über jedes Byte, also das hier ist meine Entschlüsselungsroutine, es wird quasi jedes Byte eingelesen und dann mit XOR mit einer Maske verknüpft. Diese Maske beginnt standardmäßig mit 0, das heißt, das erste Byte, was quasi eingelesen wird, ist auch das richtige Byte, ne? T kommt ja hier von Timestamp, ne? Das ist das allererste Teilchen. Und diese Maske, die wird aber bei jedem Durchlauf um 3 erhöht. Also das muss man sich natürlich binär vorstellen. Das heißt, am Anfang sieht die Maske so hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim nächsten Durchlauf sieht die Maske dann so aus. Und beim nächsten Durchlauf haben wir dann eine 6. Das heißt, da sieht die Maske dann so aus. Und dann die nächsten Maske, muss ich überlegen. So. Doch, genau, 9. Genau. Nein. Ist doch keine 9. 1, 2, 4. Ah, ja, okay, mein Fehler. So muss das sein. Was auch Quatsch ist, muss so sein. Ich habe noch zwei Einsen hier drauf. Ist auch egal. Auf jeden Fall ändert sich diese Maske halt bei jedem Durchlauf. Und warum ist ausgerechnet 3? Naja, erstens ist 3 eine schöne Zahl. Und zweitens sorgt eine 3 dafür, wenn es irgendwann einen Überlauf gibt mit 255, ne, ist ja immer ein Byte. Das heißt maximal 255. Dann beginnt es halt nicht wieder bei 0, sondern bei einer anderen Zahl. Das heißt, ich habe quasi drei Durchläufe, die immer verschieden sind. Das heißt, erst ab, ja, man kann halt nicht so schnell darauf kommen, wenn man die Datei einfach so mit dem Häkchen, die du anguckt und dann die, ne? Genau. Das ist quasi die Verschlüsselung, super einfach. Aber das heißt natürlich, und dafür habe ich es auch ursprünglich gemacht, man kann die Datei nicht mehr per Hand einfach so bearbeiten. Also nicht, dass jeder auf die Idee kommt, oh, da kann ich da ganz viele Zahlen eintragen. Wow! Nee, also ganz schöne Zahlen eintragen, ne? Das soll natürlich vermieden werden. Aber ich habe natürlich für eigene Zwecke, weil ich will ja zu Testzwecken ab und zu bearbeiten können und vielleicht auch andere auch, die das Game zum Beispiel testen. Also quasi Developer oder ne, solche Leute halt. Und deswegen gibt es jetzt ein Safe-Editor, also Safe-Game-Editor. Und dieser Safe-Game-Editor, der ist ultra nice. Da habe ich ein bisschen Herzblut reingelassen. Ich mag ihn. Hab ich gut gemacht. Ja, der Quellcode ist hier. Wenn er durchblickt, bitte. Ich würde es aber nicht weiter runter scrollen, weil ja, so sieht man eine gewisse Sache, die ich erst noch zeigen möchte. Und zwar sieht der Safe-Game-Editor so aus. Der Safe-Game-Editor versucht Standard, also ist einfach dazu da, um eine Datei zu entschlüsseln, anzuzeigen. Wenn er eine Datei namens SafeGame.dat findet, öffnet er sie auch automatisch. Ansonsten wäre der Inhalt einfach leer. Man kann dann manuell eine laden. Kann ja auch verschiedene, ne? Weil man kann ja auch, das habe ich noch gar nicht erzählt. Man kann jetzt auch eine andere SafeGame-Datei erstellen lassen. Die muss nicht mehr SafeGame.dat heißen, aber dazu gleich mehr. Dann kann man die hier auswählen. Oder man kann auch eine ganz beliebig andere Datei auswählen. So, auf jeden Fall standardmäßig das. Der wird halt geöffnet. Da kann man die jetzt bearbeiten und dann kann man sie wieder verschlüsselt speichern. Oh, aber damit da halt nicht jeder Hans Wurst drin rum editieren kann, braucht man ein Developer Key. Insert Developer Key to save the customized safe game. Achso, scheiße, ich wollte gucken, ob customized richtig geschrieben ist. Sieht nämlich irgendwie falsch aus. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Und wenn man hier das Falsche eingibt, ne? Ich wollte ein bisschen kreativ sein. Aber wenn man hier jetzt das Falsche eingibt, dann kommt Nice toy, child. Go and play with mom. This tool is not for you. Bye. Weg. Also es passiert nichts Böses, aber das Programm wird halt geschlossen. Super nice. Aber wenn man halt ne, den Key hat, diesen Developer Key, der heißt by the way einfach Hello World. Ja, super einfach. Achso, haben wir schon geladen. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe Hello World, dann
kann ich halt ganz normal speichern. Das heißt, zum Beispiel Safegame 2. Ja, .txt, keine Ahnung. So. Ist natürlich wieder verschlüsselt, dafür ist er ja da. Bam. So. Ja, nicht wundern, das ist nicht alles, aber hier kommt an der Stelle jetzt eine 0. Und der Texteditor zeigt nur, ist intern. An der Dateigröße sieht man, die Datei ist vollständig. Also jetzt nicht erschrecken, ab und zu kommt das halt vor. Aber die ist doch nicht dazu gedacht, um sie im Texteditor zu öffnen. Das heißt, wer sie so jetzt speichert, hat eine unvollständige Datei. Pech gehabt. Egal. Auf jeden Fall, und das ist jetzt das, was ich noch zeigen wollte, man kann Basic Clicker ganz normal öffnen. Da kann man halt ganz normal spielen, ne? Alles schön und gut. Wie gewohnt. Man kann aber auch an das Programmname einen Dateinamen anhängen. Zum Beispiel savegame2.txt. Dann wird nämlich diese Datei geladen. Digga, warum braucht er gerade so lange? Scheiße Wein. Ne, kann man auch mal ganz kurz zeigen hier. Machen wir wieder hier mein Save-Editor. So, jetzt ändere ich hier zum Beispiel einfach mal. Was ändern wir denn? Ich mache mal Demon's Souls, ne? Das ist so schön. Das mag jeder. So, Hello World. Savegame2.txt. Weg damit. So, und jetzt habe ich halt mein Standard-Savegame. Das ist halt ganz normal. Bop. Ne? Hier. Wo jetzt? Da. Zwei Demon's Souls. Und wenn ich jetzt halt meinen anderen Spielstand angebe, der editiert ist, dann habe ich 2000 Demon's Souls. Hat also funktioniert. Sehr geil. Ja, das habe ich heute so gemacht. Finde ich ultra nice. Ja. Also man merkt, mein Programm entwickelt sich langsam zu einem richtigen. Also auf jeden Fall zu mehr, als ich vorgehabt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, ohne die Lust zu verlieren. Tatsächlich nicht. Finde ich ein bisschen nice. Finde ich ein bisschen cool. Ja. Ich kann mir noch ein Level kaufen. Easy, 23. Bam. Ich kann mal gucken. Level 120 schaffe ich garantiert noch nicht. Mal gucken. Ne, schaffe ich noch nicht. Muss ich noch ein bisschen sparen. Muss ich noch ein paar Level kaufen. Ja. Na gut, das auf jeden Fall zu meinem Safe-Game. Ist cool. Ich mag das. Ich mag mein Spiel. Das Problem ist halt, was ich jetzt halt persönlich so ein bisschen habe, ne? Zum einen soll natürlich das Spiel verschlüsselt sein. Zum anderen würde ich das Spiel aber natürlich Open Source darlegen. Das heißt, jeder kann es dann irgendwo, ne, mit Quellcode herunterladen. Und ja, dementsprechend kann er halt einfach im Quellcode gucken, wie das Ganze dekodiert wird. Beziehungsweise, wenn ich meinen Safegame-Editor mitliefer, dann kann er auch einfach da gucken, wie das Passwort von dem Safegame-Editor heißt und das Ding nutzen. Aber man hat zumindest die Hürde, dass man sich mit Programmen auskennen muss. Also mit Quellcodes auskennen muss. Also selber Programmiererfahrungen haben muss, um hier durchzusteigen. Ne, da kann man schon mal so sagen, okay, so die ganzen kleinen Kiddies, die sich einfach so 10 Milliarden Euro geben oder Dollar geben wollen, die sind damit schon zumindest schon mal ausgeschlossen. Ja. Außerdem ist es halt immer schöner, wenn man eine Datei hat, die halt aussieht wie irgendwas Magisches und nicht wie irgendwas, wo man halt direkt drin sofort losschreiben kann. Das sieht halt so generell authentischer aus. Jedes Safe Game muss verschlüsselt sein. Es ist halt so. Ist halt ein Safe Game. Das ist die Definition. Weißt du? Viele denken ja, es geht beim Safe Game immer darum, irgendwas zu speichern, weil der Name Safe, ne, ist halt in dem Moment irreführend. Aber das soll es ja auch sein. Weil eigentlich heißt das Cryption Game. Ja. Aber das Wort Cryption ist auch verschlüsselt und dabei kommt dann halt das Wort Safe raus. Das heißt, mit Safe Game ist gar nicht Safe Game gemeint, sondern eigentlich geht es nur darum, irgendwas zu verschlüsseln. Na? Das ist der gesamte Geheimnis hinter Safe Games. Habe ich aus Wikipedia. Oh mein Gott, Ronny, da steht was ganz anderes.
Gibt es eigentlich einen Eintrag zu Safe Games? Jetzt mal ehrlich. Ich habe es komplett falsch geschrieben, aber egal. Tatsächlich Safe Game. Schön. Siehst du? Als Safe Game, etwas als gespeicherte Spiele, werden Spiele gemeint, in denen unnötige Daten verschlüsselt oder verfälscht werden. Der Name leitet sich aus dem englischen Wort Cryption ab, der auch verschlüsselt wurde und dabei das Wort Safe entsteht. Safe Games sind Dateien, die auf Speichermedien gespeichert werden und dabei unnötig Speicherplatz fressen. Ich hab's doch gesagt, steht so in Wikipedia. Kann jeder nachlesen. Hoffentlich guckt sich jeder das Video auf 480p an und weiß nicht, was da in Wirklichkeit stand. Schön, schön, schön. Erstmal wieder meine Zuschauer verarschen hier. Okay. Was? Schon wieder fertig? Was macht. Achso, hier. Die 5-Minuten-Terrine. Ja. Nee, unwichtig. Weg mit dir. Bam. Ja, so viel zu dem Thema. Dann würde ich mal sagen, schau mit vor, man sieht sich später. Genau. Da bitte. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Safe Game.